früh und singe Bumsfeier. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Das Jahr gerade angefangen. Komm, lass uns dieses Jahr einfach skippen hier. Komm, weg, mach den Servus, Quatsch, weg hier. Dusch. Halt den Mund. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Zu dieser fantastischen Ausgabe von Verflixte Klicks. Und ich sag's mal gleich an alle Zuschauer, wenn ihr keinen Bock auf fantastische Unterhaltung habt, raus mit euch! Findet die Tür! Ich mach sie sogar auf für euch. Zack! Raus! Hallo Lars! Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch zu einem frohen neuen Jahr, dass ich euch allen wünsche. Frohes neues Jahr. Bis zum 16. Januar darf man frohes neues Jahr wünschen. Von daher möchte ich dir ein tolles neues Jahr wünschen. Ich habe einige Vorsätze gemacht, die ich traditionell geheim halte. Aber ich sage mal so, am Silvesterabend ist das Wort Krone einige Dutzend Male gefallen. Corona? Und, Krone. Krone. Okay, ja. Und deswegen möchte ich das auch umsetzen. Deswegen möchte ich auch keine Zeit verlieren, sondern dich so gut es geht demütigen. Und in diesem Jahr, ich glaube statistisch, rein statistisch ist das möglich. Unser Informatik-Team hat da nochmal nachgerechnet. Ist es möglich, dass ich dieses Jahr an die Spitze des Turms wandere? Korrekt, korrekt. Die Zahlen sprechen die Wahrheit. In jeder Folge muss ich 10 Sekunden länger warten, bis du mit deinem riesen Ansage-Quatsch da zu Ende bist. Guck mal hier. Ich mach schon bald die Kurve. Ich gehe gleich schon wieder in meine allererste Krone rein und dann ist die Nummer ja auch beendet. Wie viele Wochen hat ein Jahr? 2. So. Das heißt, 2 Kronen sind mindestens noch drin. Ich glaube, ja. 50 oder so. Der Unterschied sind ein weniger Jahr als 50. Noch, du brauchst noch der, guck mal, der Unterschied sind weniger als 50. Nicht mal das. Ich glaube, du bist so auf 10, 12 oder sowas Kronen bist du schon rangekommen. Denn 2021, ja, das war nicht mein Jahr. War ein gutes Jahr. Du warst einen Großteil der Zeit vom Weg abgekommen, bist aber dann wieder zurückgerudert. Du hast das Lenkrad nochmal umgerissen und bist auf dem Weg zurück. Und genau dafür, eigentlich nur für verflixte Klicks, brauche ich diesen Jahreswechsel. Ich brauche, dass nochmal eine andere Zahl dasteht im Jahreswechsel. Wir haben jetzt 2022, ist für mich ein ganz neues verflixte Klicksjahr. Wir rechnen ja nicht in Staffeln, denn wir sind seit 13 Jahren in der zweiten Staffel. Wir die, stimmt, die erste Jahren. Staffel hatte 8 Folgen, die zweite Staffel hatte 217 Folgen. Es ist ein bisschen die DVD-Boxen sind gleich zu unterschiedlich. Groß, ja. Fragen immer mal wieder Leute, ja, ist es richtig mit der zweiten Staffel? Wo ist denn jetzt die erste? Also zu Recht versteht das kein Mensch, in welcher Staffel wir sind. Aber wir rechnen hier in Jahren. Und 2021 war nicht mein Jahr. Jetzt geht es aber los. Erste Folge in 2022. Vielleicht nicht die erste, die ausgestrahlt wird, ja, aber es ist die erste, die produziert wird. Und wir beginnen mit diesem Video. Ich bin natürlich auch wieder gespannt auf diese Übrigens ein kleiner Hinweis hier natürlich an die Top 10 Videos, die jedes Jahr von Punkdame zusammengefasst werden. Da geht es nicht um uns, sondern um die Videos, die wir anschauen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Wir sind natürlich gehen wieder auf, ums kurz zusammenfassen, verflixte Klicks das Format, wir gehen auf Punktejagd. Ach so, du meinst, weil wir jetzt so viele neue Zuschauer vom Jahreswechsel diese Werbung geschaltet. Wir haben ja diese Zeitungsannonce geschaltet. Diese eine Annonce in der Augsburger Allgemeinen. Ganz links unten, Briefmarken groß, das Gesicht von Lars Erik Paulsen. Ja, gucke mal vorbei. Ist mit dem Kontrast ein bisschen was schiefgelaufen. Ja, aber der QR-Code ist auch eher ein Stempel gewesen. Aber herzlich willkommen an alle Augsburger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Servus. Und dass wir hier reinstarten. Also, falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir schauen uns gleich zufällig der guckt zu grimmig. Hier, der guckt mich schon so an. Der guckt mich schon so ein bisschen grimmig an. So. Ist das, Kalle hier? Aus Spandau? Oh, das kann sein, das weiß ich. Liebe Grüße gehen raus natürlich auch an Spandau, das wir noch nicht erschlossen haben für dieses Format. Noch nicht. Gut, let's go. Drück mal auf Start. Und wir schätzen die Klickzahlen, die dieses Video hat. Ja, und der näher ist, kriegt einen Punkt. When I was little, I had a fear of sea lions. Yes. That sounds so weird to be. What a weird thing to be afraid of, sea lions. But it's true. I was a real little kid and I was afraid of sea lions. Couldn't bite. But later, I learned if I pronounced sea lions as sea lions and spelt it that way, they're not so scary. A friend came up to me the other day. Okay, ist das so eine Art infomercial sketch im Sinne von, haben Sie keine Angst mehr vor Dingen? Sprechen Sie es einfach falsch aus? Also das war der erste Joke, ja, aber geht es so weiter? Oder geht es immer noch um Sea Lions? How do we go about doing this? We need to learn to love one another, treat each other with kindness and respect.
Dieser klassische YouTuber-Blick, den ich nicht mehr wegdenken kann, dieses klassische Gucken auf den Sucher. Mhm. Nicht in die Kamera gucken, sondern neben die Kamera. Mhm. Ich glaube, eine ganze Generation Menschen ist aufgewachsen und hat Leute angestarrt, die leicht an ihnen vorbeigeguckt haben. Ja. Die Denas, die Unges. Keines. Ich bin bei 600 Klicks. 600 Klicks, sagt Lars Pausen. Natürlich, wie oft die Situation, ich würde es ihm sehr gönnen. Comedy-Nachwuchs ist ja rar gesät. Kaum noch Comedy-Pflänzchen da draußen. Mhm. Wenn man sich mal umkommt, kaum noch Comedy-Pflänzchen. Normalerweise war das ja für YouTuber der normale Einstiegsweg. Ne? Also wenn du YouTuber werden wolltest, dann hast du Sketch-Videos gemacht, lustige Videos, 10 Typen von Lehrern-Videos gemacht. Das war klassisch. Comedy war der erste Schritt zum Erfolg. Mittlerweile ja nicht mehr. Mittlerweile macht man viel so Model-Sachen oder dann irgendwie auch so Essenssachen oder Kosmetik oder sowas in der Richtung. Ich habe das Gefühl, die Comedy-Pflänzchen wachsen nicht mehr so nach wie früher nochmal. In den guten alten Waititi-Zeiten, sagst du. Ja, genau, Waititi, ja. Apple War, was haben wir es geliebt. Wir schauen mal kurz nach, wer hier den ersten Punkt bekommt. Und strittig. Wow, richtig close. Close enough. Gut, gut, gut. 773 Punkte, ich habe 600 gut gesagt, genacht. Um das nochmal zu betonen. Ist in Saskatchewan, California, nee, Carolina. Cincinnati. Saskatchewan ist doch. Das haben wir. Also CR ist Kalifornien, ne? Nee, CA ist Kalifornien. Das habe ich exakt genauso gesagt gerade. Und CN ist Kanada. Eerie and weary noises from our nearby Kanada. Forest. Achtung, jetzt kommen eerie and weary noises. Achtung. Eerie, weary. Oh shit. Uiuiui. Renn! There are two huge forests nearby. And I don't know where the fuck this is coming from. Ist das so geil? Oh, kommt dann Jumpscare am Ende? Nein. Ich guck hin mit offenen Augen. Ah! Das ist krass. Da dreht jemand einen Horrorfilm im Wald, Leute. Es ist nicht so schwer. Nee, das ist krass, da ist irgendwas außerterrestrisch. Nein, da dreht jemand. Nee, ich bin mir ziemlich. Eine Studentengruppe dreht einen Horrorfilm im Wald. Nee, das wurde gerade auf YouTube veröffentlicht, dass wir ein echtes Problem haben. Ja, ich finde ja, man. Also, man hat ja auf jeden Fall als Kind wahnsinnig viel Angst, ne? Und man kann ja, man legt die ja ab, wenn man erwachsen wird, in der Regel. Und man kann aber so alt sein, wie man will, wenn du nachts an einem Wald oder im Wald oder nachts Wald ist immer furchtbar. Du hörst immer irgendwas, wo du sofort denkst, das ist irgendwas Schlimmes. Immer. Vor allem, ich bin ja tatsächlich häufiger Nacht auf Nachtwanderungen durch den Wald und ich habe mittlerweile mehr Angst, wenn ich die Taschenlampe anmache. Mhm. Weil dadurch hast du so ganz viele Schatten, die sich immer so bewegen durch diese verschiedenen Höhenstufen und dann hast du da Schatten. Und mittlerweile ist es mir echt lieber ohne Taschenlampe, dann so ein bisschen mit Anpassung, Rhodopsin in den Augen, so nachtsichtmäßig, dann da durchzugehen, anstatt mit der Taschenlampe. Kleiner Tipp, falls ihr Angst habt im Wald, vielleicht auch mal echt ohne Taschenlampe unterwegs sein. Auch wenn es erst auf den ersten Blick furchteinflößender sein mag. Ja, das ist ja ein bisschen, deswegen, ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, nachts zu tauchen. Ich bin ja Taucher. Nachttauchen ist ja, du siehst nichts und hast dann aber den Lichtkegel und siehst dann da. Oh! Und dann direkt vor dir ist irgendwas. Oh Gott. Aber ich war jetzt auch wieder nachts auf dem Feldweg unterwegs, so im Wald. Und es waren aber diese minus 15 Grad Zeit. Und dann habe ich kurz gedacht, eigentlich bin ich so sicher wie nie, weil man hat ja immer Angst, dass ich irgendwie Dieter zu, ich denke immer an Dieter zu Wehme, dass Dieter aus den 90ern oder 0er Jahren irgendwie so ein Mörder, der mal ausgebrochen ist. Naja, da haben mein Bruder und ich früher immer gesagt, wenn wir im Wald waren, Achtung, Dieter zu Wehme kommt um die Ecke. Das ist ja unfassbar unfurchteinflößender Name. Denk ich jeden Dieter Tag, zu Wehme. Ich denke immer an Dieter zu Wehme, dass er kommt. Ich dachte aber, bei minus 15 Grad hörst du ihn. Weil jeder Schritt hat ja, es war ja alles gefroren, der Waldboden und so. Ja. Und eigentlich bist du sicher, weil das kann sich keiner anschleichen. Nicht mal eine Katze könnte sich anschleichen, ohne dass du es hörst. Dieter, falls du zuhörst, kleiner Shoutout, lass ein Kommi da und wir freuen uns auf alles. Ja, ist natürlich die Frage, das kann natürlich gerade in, wie du schon gesagt hast, UFO-Alien-Kreisen seine Kreise gezogen haben und die Zehntausenden Klicks angezogen haben.
Ja, und dann habe ich da auch wieder ein Licht gesehen im Wald und dachte auch sofort wieder, da ist irgendjemand im Wald gerade. Natürlich war es die Straße dahinter, die dann da irgendwie Scheinwerfer hatte. Vor allem 4 Uhr nachts, ja, das ist schon fast wieder Tag, ne? Gut, ich muss anfangen mit meiner Schätzung. Ja, das kann natürlich schon irgendwie krass sein, aber es ist jetzt nicht so krass. Man sieht ja auch nichts. Es riecht so, als müsste man mal wieder was waschen, finde ich. Das ist schon mal krass. Ja, wenn ein scheiß Köter das im Maul hatte die ganze Zeit. Ich bin bei... Aber das ist schon krass. Ich bin bei 400 Klicks. Aber wenn es echt Kanada ist, können das natürlich auch so Elche sein und sowas, ne? Das nachts... Ja. Rumpft, aber das kennt man wahrscheinlich, wenn man da wohnt. Ja, man hört das ja häufiger, dass wenn irgendwie ein Rehkitz schreit oder so, klingt es angeblich wie ein besoffener Mann nachts um 3. Also wie so ein Lastwagen, der rückwärts fährt. Ja, und auch Katzen, die rallig sind. Das klingt doch auch immer so. Ja, das stimmt. Komm her! Ich glaube, das hat Kreise gezogen, deswegen sage ich 1850. Entschuldigung. Machen das eigentlich auch Hauskatzen, also Katzen, die nicht Freigänger sind? So rumschreien? Dann in der Wohnung? Nee, ne? Das machen nur die draußen, wenn die geil sind, oder? Nee, ich habe das auch schon erlebt bei der Katze meiner Mitbewohnerin. Die wusste überhaupt nicht, was los ist. Und das war echt unangenehm. Die war einfach nur geil, oder was? Nacht. Und dann hast du dich drum gekümmert? Ich hab getan, was man tun muss, um schlafen zu können nachts. Okay. Was soll ich denn machen? Die ganze Nacht wach bleiben? 1058, ich bin sehr gespannt, wer hier korrekt hat und wessen Angstschreie hier gehört werden und wessen nicht. Ja! 66. Oh, die Zahl des Teufels. Passt. Diese verdammte Zahlenmaschine, so. Wo erst 1-1 und dann muss zusammengerechnet werden. Ja, weißt du was? Ja, natürlich auch. Naja. Weißt du? Ah, das ist der klassische Gag, wo das Ei so zum Flummi wird, ne? Kennst du das? Okay. Nee, ich bin gespannt. Wenn du so ein Ei in Essig einlegst. Und dann? Dann wird das so Flummi-mäßig. Okay. Den Sketch musst du rechtzeitig vorbereiten. Ja, 3 Tage vor der Party musst du das im Garten werden. Auf die Party. Dann kommst du da mit deinem verfaulten Ei oder was auf die Party. Ah, jetzt ist das ganze harte Material, das ganze Chinin aus dem Ei wurde rausgesaugt. Da kann man auch gern mal schneiden, Kollege, ne? Oder so ein Zeitraffer, ne? Musik fetzig. Was sind noch so deine Tipps? Ja, aber dann ist es einfach geschält, oder nicht? Nee. Die Schale kannst du einfach abziehen. Ich meine, wasch es doch einmal kurz ab. Aber ich meine, die Schale hat sich doch einfach nur aufgelöst, oder? Nee. Ja, das kann schon sein, ja. Ja gut, aber war es ein festgekochtes Ei? Nee. Oh! Okay. Hä, ich dachte, das ist wie so ein Flummi. Das war doch wie ein Flummi. Wenn du es halt aufstichst, hast du ein Problem. Also, ehrlich gesagt, bei dem Setup denke ich sofort mal ein Undercover-Video. Ja, das sind alles Produkte, glaube ich. Das ist schon viel Aufwand. Ja, ja. Weil das ist ein amerikanisches Produkt. Oder? Ja, und dann auch zum Schluss diese Forward-Videos und so. Klar, das haben unsere Leute auch schon gemacht. Aber nee, ich glaube, wir haben das gerade verpasst. Rubber Egg Experiment. Und oben zumachen scheint auch wichtig zu sein, ne? Ja, wahrscheinlich wegen Geruch. Deckel drauf? Okay, du musst schätzen. Oder glaubst du? Ja, nee, du hast keine persönliche Ansprache, du hast keinen Charakter dahinter, du hast nichts. Ich glaube nicht, dass die Finger sind aber wieder Rocket Beans Finger, muss man sagen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir sind hier bei 74. 74. Lars-Erik Pausen. Und Undercover-Video kurz zu erklären für alle neuen Leute aufgrund der Zeitungsannonce. Es gibt immer ein Video, das eingeschleust wird in unsere Playlist. Und das Video wurde produziert aus unserer Community und wir wissen es nicht und müssen es erraten. Übrigens, falls es mal, sag mal ganz ehrlich, ihr schaut heute zum allerersten Mal für Flixi-Klicks. Wie beginnerfreundlich sind, wie neueinsteigerfreundlich sind. Och, ich glaub's dir, wenn man versteht man das schnell, was wir hier machen? Ja, wir raten, so wie viele Klicks Sendungen. Die Videos haben. Das ist super. Ja, aber wir haben schon ein paar Sachen, so, wo man dann denkt, warum hält der denn jetzt hier so ein Hecht? Wie könnte man sonst den Erfolg des Formats erklären, wenn nicht durch massive Einsteigerfreundlichkeit? Wir haben keinen Zuschauer, der mehr als 2 Folgen guckt. Es sind immer wieder neue Leute, die durchrotiert werden, durch die Klicksmühle. 700 Klicks.
700. Heute ob sich Lars-Erik Pausen da nicht wundert, sehen wir gleich, wenn die Punkte heranrasen und einer von uns einen Punkt kassiert. Bitte schön. Gib mir ein Pünktle. Gib mir ein kleines Pünktle, bitte. Oh! Oh, was hast du gesagt? Oh, 74. Oh, 8 Punkte daneben. Damit kann ich leben. Schade. Ich habe einen Punkt und es wird nicht der letzte sein. 1200 Abonnenten aber. Weasel goes for a ride. A fucking mink. On my truck. Mink. Alter, wie gut ist das denn? Es bleibt doch stehen. Es wird doch auch heiß, oder? What the fuck are we doing here? Er bleibt doch stehen, du Arsch. This rat. Das ist eines meiner Lieblings-TikTok-Videos, wo jemand so einen Fuchs filmt und jemand sagt, da ist eine Ratte. Auf Deutsch? Sie hat offensichtlich einen Fuchs. Boah, das ist so gut. TikTok so der Woche von Flo. Ja, gerne. TikTok der Woche. Can you believe this? Look at this shit. Kennst du das, wenn man so als Kind vor allem Dinge so emotional aufgeladen hat, die völlig albern sind? Zum Beispiel, wenn ich fand es immer ganz traurig, wenn ich von zu Hause ein Blatt oder so am Schuh hatte und dieses Blatt, dann gehe ich in Urlaub und dann fahre ich irgendwo hin, ganz weit weg und dann kommt das Blatt da raus. Sehr kompliziert gerade erklärt, aber du weißt, was ich meine. Ein Blatt aus der Heimat nimmst du mit. Dass das Blatt dann nicht mehr da liegt, wo es war und bei seinen Freunden, jetzt ist es ganz woanders. Ja, kann ich dir da gut verstehen. Und du meinst auch, dass das Frettchen hier entführt wird? Ja, jetzt lass doch das Frettchen mal raus, es findet doch nicht mehr seinen Frettchenbau. Oder wo auch immer, ein Baumhaus oder was weiß ich, was sie machen. Oh, der Arme fällt um. Mülleimer. Are you gonna get off or not? Ja, bleib mal stehen, du Kasper. Oh, also das stinkt auch, also das ist ja wirklich... Können wir hier mal eine Reinigung reinlassen? Oh, der, also der ist schon... Oh, meine Maus funktioniert halt auch wirklich fast nicht mehr. Das ist ein Video. Oh, nee, schon echt niedlich. Der ist schon echt süß. Schon pfiffig, ne? Ich bin bei folgenden Klicks und zwar... 11.700. Mit Mut. Wie war das nochmal? Wenn ich jetzt eine Folge gewinne, kriege ich den Waller wieder. Ja. Okay. Mit Mut und Chutzpe. Weil den hätte ich jetzt gerade gebraucht, aber dann, zum nächsten Mal. Ich finde, ich habe auch so viel. Guck dir die Pfote an auf dem Scheibenwischer. Ich habe so viel gelernt durch verflixte Klicks auch. Oh. Inhaltlich. Zum Beispiel auch, dass das halt, also was ein Waller überhaupt ist, habe ich gelernt jetzt eben erst durch diese Riesendebatte über Amazon. Ja, welcher und so. Fisch ist das? Ja, ist es ein Hecht? Ist es ein Wels? Ist es ein Waller? Das ist ja klasse. Dass ein Waller wirklich ein Wels ist, das wusste ich alles nicht. Wahnsinn, ne, was du lernst, welche Horizonte da eröffnet werden. Ich mag deine Idee. Und vor allem habe ich halt auch einfach dir vertraut und geglaubt, dass es ein Waller ist. Und gleichzeitig dachte ich mir, nee, das hat er in irgendeiner Sendung mal so schnell gesagt, als wüsste der, was das für eine scheiß Fischart ist. Aber man taut dir. Du bist so ein Typ, dem taut man. Das freut mich, dass man nicht Fischkette. Ich glaube, dass die ganze Community dir auch traut. Okay. Time to get off. Und was mir noch aufgefallen ist, was ich dir auch noch sagen wollte. Es gibt, also das ist ja auch wieder jetzt so ein Riesending überall, weil es gibt einen eigenen Insta-Account und überall. Und es gibt ja wenige Leute, die so viele Insider und Running Gags erstellen, wie Florentin Will. Aber ich kenne auch gleichzeitig niemanden, der Running Gags so sehr hasst, wie Florentin Will. Und es ist so ein schönes, so eine schöne Ironie, dass die verfolgen dich einfach. Du sagst irgendwas und dann wird es so total zum Running Gag. Ja, das stimmt. Es ist Frankenwaller, der Kinofilm kommt nächstes Jahr raus. Du wirst angefragt, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Frankenwaller. Ich muss sagen, der Frankenwaller gefällt mir gut. Da bin ich immer gerne dabei. Was mir nicht gefällt, ist, Achtung, jetzt die Szene, wo er anfährt und er fällt um. Oh, der fällt er um! Ja, das ist nicht nett. Nein, ich glaube auch nicht, dass es so viele Klicks hat. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Warte mal, jetzt habe ich gerade gesagt 74. Ich gehe mal eins runter und sage 73. Ich versuche mich dieses Jahr wirklich ganz langsam anzupassen. Immer nach jedem Video gehe ich entweder einen Punkt raus. Danke, Regie, dass ihr mir ein bisschen helft. 73 habe ich gesagt. Aber nach jedem Video gehe ich einen Punkt rauf oder einen Punkt runter. Gut.
Die 3 und die 8 liegen genau nebeneinander, deswegen haben die sie bei unserer Zahlenmaschine, ne, da wurde nur eine gebaut von dieser dummen Dampfmaschine, die Zahlen generiert. Einfach random die Zahlen und Buchstaben. So, ich bin sehr gespannt, wie viele Klicks es tatsächlich sind. Das ist nämlich immer die Frage, die sich dann ergibt, wenn wir die Schätzung abgegeben haben. 660. Na gut, doch einige. Einige dabei. Rip and Rooste. Hä? Hatten wir letztes Mal. Hundertprozentig. Hatten wir schon. Aber genau das? Genau das. Die CFT 2010 ja, okay, Nationals. Skip it. Manchmal passieren auch uns Fehler. Selten. She got lucky. She's a star. Also, ein klassischer Vlog. Das gibt's auch nicht mehr so viel. Die Leute bleiben zu Hause, streamen auf Twitch. Aber dass man so einen schönen, eine Canon Legria. Ja, die gute alte Legria. War ich kurz davor, dir eine zu schenken damals. Ist das das gleiche Video? Oder hast du einfach geskippt, weil dir das nicht gefallen hat? Du hast geskippt? Hab ich nicht? Doch? Nein. Nee, das ist das Video. So, okay. Aber es ist ein merkwürdiges Ensemble. Wir haben hier die beiden, jetzt kommt der noch dazu. Yes, it's nice. Das ist die Canon Legria A6400 von Panasonic. Also, es ist ein Vlog, 55 Minuten lang. This is what they wrote. Stark. Oh, da kann er sich eine halbe Stunde lang drüber amüsieren, ne? Also es scheint sofort 2020 zu sein. Ich sehe jetzt keine Masken und nichts, wobei wir sind in den USA. Oder sind wir überhaupt in den USA? Er legt sehr viel Wert auf die Kamera, die interessiert mich ehrlich gesagt am allerwenigsten. Ja, vielleicht ist er so ein Kameratester, weißt du? Balboa Park Adventures, aber da machst du nicht ein 15-Minuten-Video mit deinen uninteressanten Freunden. Ja, thanks. Also wir haben ein Logo. Daniel Coffee Chels. Also es ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich gerne jetzt wäre mit dir. Hier würde ich mich mit dir auf die Fliesen setzen, auf die bunten und ein bisschen dieser Frau lauschen. Im Sonnenschein. Also er hat auf jeden Fall mehrere Videos auf seinem Kanal. Oh, wir haben sogar Patreon. The Journey Pilot Season, Random Asian Productions. Rap. Und er ist der History Nerd oder was? Stand nee, der andere Joke, Typ ist der History Nerd. Nee, ja. Ah, ist eine Koop. Das war der sogenannte Cold Opener, dass man vor dem Video mal die beste Szene aus dem Video davon zeigt. Halte ich nichts. Und das war die beste die Szene aus dem ganzen Video. Look at that necklace, though. Ach so, weil. I'm sorry, I have ADD. Okay. Okay, aber das ist natürlich schwer zu sagen. Also es scheint, wenn die Patreon haben und ganze Staffeln von ihren Projekten und so, das heißt nicht notwendigerweise, dass sie auch Erfolg haben, aber... Nee, das stimmt, Andreas, und ich habe auch Patreon. 50 Minuten dauert die Soße hier. Na komm, du musst anfangen. Das ist doch unanschaubar, oder? Also, sorry, nichts dagegen, aber ich glaube, man kann Vlogs auch interessanter als dieses konstante Hin- und Hergeschwänge. Da wird mir echt schlecht. Meine Güte, ey. Du bist kein Fan von diesem Vlog, aber musst du ja auch nicht sein. Du musst nur die richtige Schätzung geben. Also, ich glaube, das Problem ist, dass da so viele Videos und so viel unnötiger Inhalt dabei ist, dass das sich selbst kannibalisiert. Ich sag 385 Klicks. Ich glaube echt wenig. Sorry. Tut mir leid. Ist aber noch ganz schön viel dafür, dass du sagst, dass es komplette Versager sind. Das habe ich nicht gesagt. Also ich glaube, dadurch, dass wir zum Schluss so eine Endcard haben. Tja, aber es ist halt trotzdem wirklich kompletter Bullshit, ne? Nee. Wir sind bei 100 Klicks. 1, 0, 0. Oh, da bin ich echt gespannt. Es können jetzt natürlich auch 2 Millionen sein. Das ist irgendwie der beste Vlog kanadischer oder neuseeländischer, was auch immer ist. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. So oder so, glaube ich, wird es eine Überraschung sein. Das ist ja das Tolle, dass es immer irgendwie unerwartet ist.
Mal schauen, bitteschön. Ist das für dich der Reiz, den verflixte Klicks ausmachen? Ja. Du bist die Legende. Danke, danke. Ey, du bist, also das ist nicht schlecht. Danke, danke. Random das ist echt Asian nicht schlecht. Wow. Die kleine Maultrommelschule. Von Guido Terhorst. Yes! Guido! Oh, duck dich! Alter, sorry, dieses Jahrhundert-Intro müssen wir uns nochmal angucken. Doch. Hallo? Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Maultrommelschule. Als Autodidakt spiele ich seit etwa 18 Jahren immer wieder gelegentlich Maultrommel und mag hier nun, soweit mir das möglich ist, die Grundlagen des Spiels. Gibt es auch Nicht-Autodidakten bei Maultrommel? Gibt es Maultrommelkurse? Ja, klar. Oh, voilà! Und ich denke, mit etwas Übung werdet ihr schon bald beginnen, euer eigenes Spiel zu entfalten. Um das Handling der Maultrommel richtig zu erlernen, ist es wichtig, ein Instrument mittlerer Größe zu haben, welches sich gut in die Hand fügt. Dieses Instrument hier ist knapp 8 cm groß in der Tonlage D. Nee, doch nicht. Kommen wir nun zu dem Aufbau der Maultrommel und der Funktion ihrer Einzelteile. Es ist ja ein recht übersichtliches Instrument und somit schnell erkennbar. Ja, ich sage, das ist ein Nein. Sorry, aber ich zieh's. Ich glaube, wir hatten noch kein deutsches, aber das ist einfach. Aber der Typ. Maultrommel in der Hand. Und als Ansatz. Selbst wenn er kein Community-Mitglied ist, will ich, dass er einer wird. Ja. Ich will, dass der uns schaut. Ja, er ist schon sehr. Die ganzen Bewegungen und so, das ist schon sehr Rock'n'Roll. Der könnte direkt so anfangen, eigentlich. Ja. Ich meine, er hat den Greenscreen gemeistert. Jetzt zeig mal, was du kannst! Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand bilde ich einen Kreis. Hier lege ich die Maultrommel auf. Oh, da ist schon wund da vom ganzen Maultrommelspielen. Ist schon richtig wund. Etwas aus meinem Zeigefinger liegt. Ja, das ist vom Crack. Bügelende. Zwischen den Zahnreihen bleibt ein kleiner Spalt frei, so dass die Feder der Maultrommel frei schwingen kann. Die Lippen. Das ist halt das merkwürdigste Instrument der Welt, oder? Ja. Aber ich will es gleich mal hören. Willst, ist es so? Und bleibe dabei eine Weile, damit auch dies beginnen kann, sich als Spiel. Das ist schon wahnsinnig viel Aufwand. Das ist ein Undercover-Video. Wenn es das Undercover-Video ist, sorry, dann muss er hier eingeladen werden. Geht die Zeit. Dann darf der, dann kriegt der Sendezeit auf Rocket Beats. Könnte man doch auch so machen wie diese Pro7-Nummer. Die kriegen eine halbe Stunde Maul. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Auf Rocket Beats. Wenn wir das Undercover-Video nicht entdecken, ja, dann kriegen die eine halbe Stunde Zeit. Ja, oder 10 Minuten. 10 Minuten Zeit kriegen die dann immer im Vorabendprogramm. Hast du also einige Grundlagen des Maultrommelspiels kennengelernt. Übe sie. Spiele auch mal zu deiner Lieblingsmusik und improvisiere. Oder lass Meine es komplett. Ansicht nach ist die Improvisation, die 100 Euro bezahlt. Und für eine Spitzenmaultrommel zum Beispiel. Ja, das mit dem Fisch ist halt schon. Kann man durchaus ein paar 100 Euro bezahlen. Ja, für eine einfache Maultrommel. Wie, ein paar 100 Euro für eine einfache? Nee. Dass du viel Spaß damit haben wirst und vielleicht ja auch die Begeisterung. Wie, eine Maultrommel kostet nicht unter 5 Euro? Ich sag noch einmal jemand auf. Alter, der reitet auf dem Karpfen! Maultrommeln seien nicht total cool, ey. Er hat's geschafft. Lass dich flowen, lass dich gehen in die Maultrommelrei. Trommel dein Maul. Maultrommel, trommel dein Maul. Maultrommel rein. Also. Könnte auch irgendwie Cousin von mir sein. Wahnsinn! Sagen. Okay. 2013! Ja, oder? Er verarscht uns komplett. Also aber das hat schon so 2013 Vibes, muss man sagen. Stimmt. Entsprechend die in der Hand. D. Aber der könnte auch mal hier irgendwie, was weiß ich, bei Speedrandale oder so, hat der mal irgendwie Darkwing Duck als schnellster durchgespielt zusammen mit Gregor. Also, das kann schon sein. Also, ich finde es grandios, dieses Video von den. Also, links oben steht auch Seifenblase.
Ja. Es scheint sein Format zu sein, weil er auch am Ende in dieser Seifenblase wegfliegt. Auch schwierig, die beiden S so zu malen in deinem Logo. Also, ach naja, ich glaube, das, da ist man inhaltlich weit genug davon weg. Da gibt es wenig Verwechslungsgefahr. Und für eine Spitzenmaultrommel zum Beispiel aus japanischer Schmiede, ach so, Spitzen, kann man durchaus ein paar hundert Euro okay bezahlen. Ja, für eine einfache Maultrommel. Krass. Wow. Ja, jetzt geht's an die Schätzung. Einerseits muss ich natürlich sagen, natürlich als Undercover-Video hat das Video wahrscheinlich nicht so viele Klicks. Auf der anderen Seite natürlich möchte ich mich auch absichern gegen den Geier-Lars, der jetzt hier sagt, okay, das ist ein 2013er Video. Da hat das Video selbst bei mittelmäßiger Qualität, nichts gegen dich, natürlich schon einige Klicks abgefangen. Ich sage, verflixte Klicks, 1109. Hä, aber Moment mal. Du wirst dich ärgern. Ich werde mich freuen. Du glaubst einfach selbst nicht mehr deinen Schätzungen. Und das nervt mich an dir. Irgendwas wollte ich. Achso, weil ich nur sagen wollte, guck, wie krass das ist, wie viel das ausmacht, je nachdem, welchen Ausschnitt man zitiert und anschaut, wie man dann die Aussage dahinter verfälschen kann. Ich habe vorhin ja reingehört und er meinte, ja, für eine einfache Maultrommel kostet mehrere hundert Euro. Und ich dachte, ja, für eine einfache Maultrommel. Davor hat er aber. Davor hat er gesagt, die japanische. So geil. Es ist so geil, wichtig, dass ich das jetzt ja, die macht das hab. Kontext. Das ist so gut. So gut. Ja, man könnte manchmal vermuten, du hast 6 Monate Journalismus studiert. Das ist so geil. So, jetzt möchte ich deine Schätzung wissen und nicht länger dieses. Gerabbe. So gut. Gerabbe. So geil. So gut. Maultrommelschule. Tja, liebe Leute, das wurde auf jeden Fall ein paar Mal geshared. Wir sind bei 6.900 Klicks. Gute Schätzung, Lars. Gute Schätzung, Lars. Was hast du gesagt? 6.900. 6.000. Ja, weil das wird schon in ein paar Kreisen weitergeleitet worden sein. Das ist so absurd. Also wenn das ja, es ist nicht so ist absurd. Ich finde, der macht es gut, ist sympathisch und es ist schon wahnsinnig absurd. So, ich bin sehr gespannt. 2013 auch schon online. Das ist so viel Zeit, genial viral zu werden, meine ich. Wenn es stimmt. 3 Pünktchen stehen auf dem Teller und wer hat die längere Zunge, ist jetzt die Frage. 3 Pünktchen und 10 Minuten Sendezeit stehen auf dem. Ja, eventuell, wenn das nicht ist. Bitteschön. Oh! 400.000 Klicks, da, 400.000 Klicks, da. Ist aber auf jeden Fall schon mal kein Undercover-Video. Ja, das ist absurd, das Video. Natürlich wurde das geshared. Zeig nochmal. 400.000. Geht nochmal auf die Auflösung, bitte. Ich war, ey, da hat er es uns jetzt aber gezeigt. Bisschen mehr verstehen. Aber 500 Abonnenten? Ach so, das war ja dann so ein Einzelhit. One-Hit-Wonder. Circa 10-minütige unterhaltsame Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dieses Video hat mein Leben verändert. Ach, fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein Kultding ist. Das Video ist so informativ. Was ist das gleich? Ja, Hammer. Lass dir mal einen Gruß da. Seifenblase. Großes Talent. Oh, geil. Oh, Saft richtig rein in den Haaren. Just pour your favorite so, wenn man das jetzt wieder rausschneidet, in oh, einem anderen Kontext. Oh, ja, ja. Den Saft rein. Oh, schießt ihn mir direkt rein. Ja. Oh, jetzt direkt in die Haut. Ja. In die Haut? Oh. Aber das habe ich noch nie gesehen oder benutzt, dass jemand da so richtig den Saft reinzwängt. Ganz kurz, sprechen wir immer noch vom Kochen. Natürlich. Okay. Now your salmon caps are in den Lachs? So pervers. Kommt da Sahne rein oder was? Meerrettich? Du musst dich rauchen und runterdrehen. Nicht nur wird dieses Tier gezüchtet, zu Tode gefoltert und gegessen. Nein, wir spritzen dich auch noch mit dem Saft deiner Brüder voll. Zu Tode gefoltert. Fun filled desserts? Immer diese scheiß Erdbeeren, ey. Bei jedem naja, zweiten Moment haben wir diese Erdbeeren. Schon mal beim pfiffige Ziffern und da fandest du es total geil, dass man da die Erde. Sowas, oder? Hatten wir nicht sowas? Dass du alle möglichen Sachen füllen konntest und das fandest du irgendwie total geil. Oh, geil, füllen. Irgendwie sowas war das. Ja, wir hatten, glaube ich, so eine Art Korkendreher oder dass man ja, so Löcher ja, reinmachen zum kann. Ja, ja, ja. Ah, und jetzt braucht man das noch als zweites. Du musst erst aushöhlen und dann kaufst du dir das. Oh, Knoblauch. Knoblauchbutter oder Kräuterbrot? Knoblauchbutter oder Kräuterbutter? Knoblauch. Okay.
Du nicht? Inside aber meist bei Kräuter ja auch Knoblauch drin, ne? Is left with a nice surprise. Terrible dinners and no more. No more terrible dinner? Nice das surprise. Ist ein terrible no dinner in deiner Welt? Also, da habe ich aber schon andere Dinners gesehen. Food. Es ist halt schwarz-weiß, es schmeckt nicht. You can become a master chef. Aber was ist das? Das ist doch keine professionelle Werbung. Die Stimme ist doch einfach ein wie so ein Vlogger. If you call in the next 10 minutes, we'll give you this free bonus. Oder hat er das selbst erstellt, das Produkt? Hat er das selbst gebastelt? Oder ist es eine Parodie? Lass uns mal auf den Inhalt hören. Ja, hören wir mal. Weird decorations. Don't pay for an expensive culinary school. Just pay us $19.99 plus shipping handling to receive the just pay us bonus. With it, you can make weird decorations. Weird, ja. Ne? Ist with joke. It, you can make weird decorations. Weird. Don't pay for ist, ist eine Parodie, aber keine gute, weil man sie nicht sofort als witzig erkennt. Na, wir haben auch nicht zugehört. Ja, doch, jetzt mach doch mal mit. Geh mal an den Anfang, das sind die besten Jokes. 2017. Mr. Chef. Du kannst auch nicht zum Comedy-Programm gehen und nur den Schluss hören. Obwohl. Bland and disgusting. Well, we have the solution for you. Bland and disgusting. Just inject and ejaculate, and your chicken will be full. Ejaculate. Guck mal, da haben wir doch den Gag sogar. Guck mal, so viel zum Thema unlustige Parodie. Du hast genau den gleichen Humor wie der Typ. Habe ich mich jemals als lustiger als dieses Genie bezeichnet? Wenn du gesagt hast, unlustig, hast du schon impliziert. And be able to inject your thick sauces into its mighty skin. So. Ja, wer hat denn mitgemacht hier mit, oh geil, spritzt mir den Saft rein, hä? Wer hat denn hier denn mitgemacht? Ich hab vom Schnitzel gesprochen. Aber willst du dir eigentlich richtig lange Haare wachsen lassen? Fällt mir gerade auf. Ja. Schon so richtig wallende Wallerhaare. Natürlich. Du, ich mach den Fahrer mir. Aber das raff ich jetzt nicht, was hier passieren soll. Da ist Vanillesoße drauf und dann spritzt er das nochmal tiefer rein, oder was, als es eh schon ist. Or create a nice creamy topping and there's strawberries for your wife to indulge in. You can use the Flavor Pro for cupcakes and naja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht ein Hammerding, ne? Indulgent holes a breeze. And it's perfect for making easy hors d'oeuvres. Stop trying to glue hors bread back together. Nee, ich muss lachen bei dem Schatz-Eis-Ding. Wer macht denn so mit... Geh da nochmal hin, was sagt er? It's creamy topping and there's strawberries for your wife to indulge in. You can use the Flavor Pro for cupcakes and throat and clairs. Or make filling donut holes a breeze. And it's perfect for making easy hors d'oeuvres. Stop trying to glue sliced bread back together. Because with the Flavor Pro, you can glue it. Es bleibt doch wieder zusammen. Also, das kann natürlich jetzt irgendwie so, sag ich mal, der Cold Mirror, der Parodien, Teleshopping-Parodien sein und damit 1 Million Klicks haben. Oder es ist ein Neukammer, es ist ein neues Pflänzchen im Comedy-Garten. Kann natürlich auch sein. Ich würde deine Schätzung. Lustiger als der, oder nicht? Hast du gerade Cold Mirror? Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall. Aber er sitzt vom Level her. Also, ich glaube, wir sind hier. Wir haben ja unten zwar ein Avatar, dürfen wir nicht vergessen, aber das wird nicht besonders erfolgreich sein, aber zumindest so eine kleine. Der hat schon auch so einen eigenen Merch. Der hat schon so einen kleinen. Nein, so der hat doch keinen Merch. Doch, doch. So ein, was man nicht selbst kaufen, bestellen muss, so auf Dings. Na, egal. So, der hat auf jeden Fall Merch. Und dann hat er so seine. So, Series, die Anfangszeit ist der. Ne? Ja. Nicht so wie jetzt, wo ich ja mega erfolgreich Seriously bin. Aber so am Anfang war ich da auch noch erfolgstechnisch. Wir sind hier bei 3000 Klicks. Nein, da bin ich leider nicht deiner Meinung. Viel zu viel. Da bin ich leider nicht deiner Meinung. Viel zu viel. Ich glaube, das verdient er. Und vielleicht ist natürlich auch so eine Frage, ob der nochmal ein krasser YouTuber wurde und dann rückwirkend seine Videos nochmal Klicks bekommen haben. Viel zu viel. Fürchte, wir sind ja allerdings nur bei 309. Schlechte Schätzung, war viel bei zu 309, viel. Lars Erik Esen wird sich ärgern. Und einer von uns beiden wird sich danach auch noch kurz freuen. Ach, das stinkt hier. Bitteschön, ich brauch Punkte! Boah, yeah. sechs. Was hab ich gesagt? Was hast du gesagt? 309. Danke. Danke. Ach, ich bin so weit vorne wegen Deutsch. Ja, wegen Deutsch. Oh, schon wieder Deutsch. Nee, aber Deutsch sprach ich. Züge sind ja genau mein Ding. Das ist auf jeden Fall der Eurocity 214 Nachtabteil. Da bin ich schon mal von hier zu einem Slavoj Žižek Konzert gefahren. Sag mal, ich glaube, das ist der Eurocity 2014. Da war ich nämlich damals auf einem Kongress mit Slavoj Žižek in einer Podiumsdiskussion. Ja. Sind wir von Prag nach Wien gefahren damals.
Und dann haben wir uns echt ganz gut unterhalten eigentlich, weil ich finde, man kann da total gut Gedanken austauschen irgendwie. Also Alenka Supancic war dabei, Laden Dolar, also wirklich da interessante. Dann habe ich gesagt, dass ich der Einzige bin, der von jedem Slavoj Žižek-Konzert eine Aufzeichnung hat. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich von jedem seiner Konzerte eine Aufzeichnung habe. Und das fand er richtig lustig. Ja, tschechischer Zug. Ja, was sagst du dazu, ne? Hast du schon mal da ist er. Oh, zu jung. Ist schon mal so ein Nachtzug? Ist schon mal ein Nachtzug? Einmal schrecklich. Ja? Einmal schrecklich. Und zweimal? Ah, ist wahrscheinlich. Aber wie heißt eigentlich ein tschechischer Zug? Kein Nachtzug? Tschechischer Zug. Wie heißt ein tschechischer Zug? Check, 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 check. Finde ich richtig stark. Ist es die neue Staffel, die Tschechen-Gags? Nee, da gibt es genau zwei. Keine Ahnung. Oh, lecker! Schnitzel! Gut, ich bin bei. Du musst anfangen. Halt! Nein? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich hab's mir überlegt, ich dachte. Ja, der ist zu jung. Naja. Halt! Also, ich glaube. Ja, Trainwatcher, aber nicht von innen. Ich glaube, es hat nicht viel. 102. Von Prag nach Zürich. 102. Bald ist dieses Jahr auch schon wieder vorbei. Doch bis dahin hole ich mir die Kronen auf mein Haupt, ob ihr es anzweifelt oder mir glaubt. Je nachdem. Wenn du einmal die Möglichkeit hättest, ein Jahr zu skippen und du hättest zwei Wochen des Jahres und dann musst du so reinfühlen ins Jahr, wird es ein gutes, wird es ein schlechtes. Hast du die Möglichkeit, das zu skippen? Würdest du das jetzt machen? Würdest du skippen? Nein. Fängt super an, ne? Für dich? Ja. Fängt wirklich gut an, bist du gut reingekommen? Nein, ich würde, glaube ich, nie ein Jahr skippen. Bist du gut reingekommen? Ja, ich bin gut reingekommen. Ich glaube, ich würde nie ein Jahr skippen. Kein Mensch würde ein komplettes Jahr skippen. Naja, letztes Jahr im Nachhinein, nee, auch nicht. 2020, nee. Nee. Sag bitte deine Schätzung und hör auf mit diesen pseudotiefgründigen Analysen hier. Aber sorry nochmal, ne, dass es nicht geklappt hat dieses Jahr mit Silvester. Nächstes Jahr machen wir. Ja, ich habe mich gefragt. Ich hatte aber vor deiner Tür echt eine schöne Zeit. Also irgendwie, da ging dann auch die Knaller los und ich habe bei dir geklingelt. Ich hatte eine schöne Zeit. Ich habe da meinen Kartoffelsalat gegessen. Der stand schon eine Weile im Keller. Da ist mir ein bisschen schlecht geworden, weil ich auch echt viel gegessen habe. Das ist dumm gelaufen. War ein bisschen traurig, dass du dann dich auch gar nicht gemeldet hast. Ich habe ja meiner Assistentin geschrieben, dass sie dir Bescheid sagen, dass wir gar nicht da sind, aber. Ja, nee. Wir sind ja mit dem Bus los. Ich habe ab 21 Uhr alle 15 Minuten angerufen bei dir und du hast mich immer weggedrückt. Nee, wir waren schon eine Stunde vorher, sind wir schon los. Ich hatte dich auch noch mal, ich habe noch mal eine SMS geschrieben. Ich hätte schon noch hinschaffen können. Wo du bleibst, habe ich geschrieben. Ich hätte es hinschaffen können, weil ich hatte mir extra ein Auto gemietet für den Abend. Aber Silvester, weil du meintest, ich soll dich nach Hause fahren. Du hast keinen Empfang, ich habe dir geschrieben. Ich habe dich angerufen, alle 15 Minuten. Um 21 Uhr hat man schon noch Empfang. Wir machen das 2022 auf 23, das wird unser Silvester. Alter, das wird geil. Okay, cool, freue mich, danke, dass du es gesagt hast. Ich bin bei 52 Klicks. 52 sagt Lars, ich sag 102. Ich bin sehr gespannt, wer hier den Punkt holt. Ich sag mal so, ich bräuchte ihn gerade mehr, ne? Gut. Alter, Trainwatcher von innen, was geht? Oder war das so ein kleiner Unge, oder war es so ein junger Unge? Leading the way in soft spots. Hi guys, it's Dan here. And today we're going to be showing you a wet pool flooring and artificial grass installation at a school in Worthing, West Sussex. Schools and nurseries throughout the UK often have a difficult time picking the perfect outdoor surfaces for their facility, with so much choice of surface types, as well as which company is ideal for their needs. Here at Soft Surfaces, we have over 20 years of experience in the surfacing industry, and we have teams spread all across the area surface type, and its rubberized qualities make it both extremely safe and also porous, perfect for outdoor play. Ja, ich habe leider Undercover verpasst wieder, ey. Jedes Mal verpasse ich die Scheiße. Die kommen immer in den ersten 5 Videos, weil Johanna uns nicht zutraut, dass wir mehr als 5 Videos pro Sendung schauen. Weil wir immer den hier machen. Aber ich kenne diesen Boden und ich mag den auch gern. Dieses bisschen gummiartige, festere, aber das ist echt ganz gut eigentlich. Ich mag das ganz gern. Ja, aber ich denke da immer an aufgeschürftes Knie. Oder? Ja, wenn du zu schnell drüber rutschst, kann das passieren. Ist nicht Tartan? Simply visit our website at www. Doch Tartanbahn, oder? Das ist doch so ähnlich zumindest. Tartan. Vor allem nicht Tarzan. Nee, ist was anderes. Ja, obwohl du ja wie so an der Liane hängst. Ja, ist ganz anders, ja. Wir haben eine Telefonnummer. Endlich mal wieder. Call us. Was war Great Britain? Halt, wir haben doch hier die Landkarte. Wo ist die denn? Oh, Telefonnummer.
Es ist die 4, nee, wir wissen ja genau, 4-4. Also. Plus 4-4. Plus 4-4. Und dann haben wir die 1-6-2-5. 4-4-5-7-6-0. Thank you for calling Soft Services. Woo! To enable us to direct your call to the correct department, please choose from the following options. Press 1. And estimating, press 2 for operations, press 3 operations. For accounts, press 4 for marketing, or for any other inquiries. Marketing, oder? Ja. Sag mal, dass die Schilder nicht. Das yes, hello guys, this is Hamburg calling. Hello, Hamburg also. We're calling from Hamburg, Germany. Okay. And we are watching your video on YouTube with the soft surface for like playgrounds. And we love it, but we were wondering about the dangers of hurting your knees with it if you scratch around on it fast. Right, so do you mean if you fall over on it? Yeah, if you run fast and fall over or get pushed over, we have very pushy children. And we are worried that they hurt each other more than already. So it's soft safety surfacing, which means that we do a test that's called critical fall height. So if you have any equipment or anything, we base it off a 40 millimeter depth. So that's enough for a child to fall over and not hurt themselves. But if you have any equipment, obviously that will change. You'll have to do a critical fall height. It is safety surfacing, so it has been tried and tested that compared to other, you know, other surfacing like tarmac or concrete, there okay. will be less of an impact. Yeah, we're not so worried about falling over, but like sliding injuries. If you're like really fast, like run really, really fast, fast as hell, and then super fast, and then you slide. Like, can you scratch your skin or bruise your knee? No, you can't scratch yourself on it. Ah, okay. Perfect. I don't think you can. Okay. This is Lars Powers, my assistant. It's rubber, so it's doubtful. Okay, it's very important for my client that you don't get hurt if you fall down. Yeah. Yeah. Okay. And we're watching your video on YouTube. Do you know how many views you have on that video? Do you count the views? I'm not really in the social media marketing, so I don't know how many views we have. But do you know like an estimation about, is it more like 100 or 1,000 or something like that? I can have a look for you, but I'm not sure at the moment how many views we have. Yeah, maybe tell us the first digit, like just the first or how many digits the number has, but not tell it directly. What I'll do is I'll pop you over to one of the team who might know a bit more, if that's okay. Perfect, that's great. Thanks from Hamburg. Thank you. Welcome to Soft Surfaces Limited. Established in 1997. Yeah, how many clicks? How many clicks? Ja, wir können nicht fragen, wie viele Klicks. Das ist ja gemein. How many? Doch. Our full range of impact-absorbing safety services. Ja, keine Ahnung, guck doch selbst. Yes, hello, guy. Sorry? Hi. Hi, guy. This is Hamburg calling. Hi. Hi, we're calling from Hamburg and we're watching your video on the soft surface for playgrounds. Yeah. And we were just chatting, having a nice chat with your colleague about sliding injuries. But she said it's not a problem. Yeah, I mean, with any surface, there's the chance that, people can injure themselves. It's just rubber surfaces tend to be, like, they're going to have less of an impact because they're a safety surface. Yeah, that's cool. We are watching your video on YouTube explaining the surface, and we were wondering how many views it has. Like, do you count the views, how many people watch the video on YouTube? We do have someone who manages the YouTube side. Which video are you actually looking at? Because I can have a look. We're looking at wet pour and artificial grass installation in Worthing, West Sussex. Okay, well. We're looking at the video right now.
Like, if you can tell us just how many digits the view count has, just how many digits? Is it like more in the thousands or hundreds or five? What's the reason for this? Sorry. Because we're watching the video right now and we're wondering how many people have already watched it. Like, is it like a big 129. Okay, that's great. Perfect. Okay. Yeah. Thank you. And we're looking forward to our new Surface. And greetings from Hamburg. Okay, thank you. Goodbye. Bye. Bye, thanks. Gut. Also, was will ich sagen? Also, ich habe. Also, da war so viel Schönes dabei. Also, mein absoluter Favorit. Da habe ich mich ja nicht mehr gekriegt, du. Als wir da angefangen haben, ganz am Anfang zu erklären, wer wir sind, und sie die kurze Pause. Okay. Ah, die war noch sehr nett. Es ist genau die Reaktion, die man auch erwartet, dass du im Schnitzel. Okay. Aber ja. waren es jetzt zwar unterschiedlich? Ich weiß gar nicht. Ich habe die Stimme versteckt. Also, ich glaube. Mir fällt jetzt erst auf, wie dumm das ist, wenn jemand sagt, Hamburg Calling. Also. Hier ruft Moskau an gerade. Naja, gut. Also, dann würde ich sagen. Wir uns, genau. Ich sage 129, genau. Also ich will der Social Media Managerin da ja nicht zu nahe treten, aber es. Also, wir könnten dieses Video spielen, trotz des Anrufs. Die hat uns verarscht. Nee, er hat es ja schon gesagt. Er glaubt ihr. Nein, also, ich würde jetzt natürlich sagen 129, aber sie hat ja selber auch nochmal drauf geklickt, also sage ich 130. Okay, ich sage. Naja, aber jetzt gibt's den Geierkönig nicht. Wieso? Warum? Ja, sie hat uns ja die. The Voucher King, you can always have the Voucher King. Okay, dann leck mir doch am Arsch. Ich sag 300 Klicks. 333. Ach, komm, jetzt du mit deinem 333. 333. Aber wie viele Pünktchen stehen auf der Tabelle? Zwei, ne? Oh, fuck. Oh, war das schön. Ich glaube, da hast du jetzt Johanna besser gelesen als ich. Okay. Okay. Okay, let's listen, guy, to it. Yo! Oh! Listen to my fire! Was erzählt die uns denn? Burn in hell. Naja, das war ja nicht. Mach, wir rufen extra an und lass uns anlügen, oder was? Ich dachte gerade wirklich, das Telefonat war ja nicht live, wollte ich gerade sagen. Aber du bist auch komplett, komplett hinüber. Aber tatsächlich ist das Telefonat ja schon gerade passiert. Oh. Worauf? Oh. Aber gibt's eins mit 100? Oh. Was hat sie gesagt? 29? 129. Sie hat irgendwas falsch verstanden. Alter, sind das viele Videos! Und eins fand ich auch noch lustig, als du gesagt hast, hey Guy. Weil sie hey Guy ist und du sagst, hey Guy. Hey Typ. Ich telefonier nicht so oft. Nein! Westport Repair in Crawley, West Sussex. Habt ihr einen falschen Screenshot gemacht? Verarscht ihr uns die ganze Zeit, oder was? Nee, das ist aber auch West Sussex. Ey, es gibt auf jeden Fall eins mit 129, aber das hatten wir nicht. Aber bei den West Sussex, ey, die wird nach der Sendung einen saftigen Anruf kassieren von mir. Ey, da werde ich die mal schön zurechtweisen. Next Video. Ich brauche ein paar fucking Punkte jetzt! Du hast schon deine Nummer unterdrückt, oder? Nein. Weil sonst... Nö. Kleiner Tipp an euch, hör du mal kurz weg. Macht mal ein Undercover-Video und macht mit eure Telefonnummer drauf. Dann ruft Florentin Wilder an und dann habt ihr die Telefonnummer von Florentin Wilder. Mach das mal. Okay. Okay. Also ich brauche Punkte. Wir haben hier ein Video mit einem Insekt unter in dem Monitor. Ah, schwierig. Ja, ja, das kennt man, ne? Diese kleinen Gewitterfliegen. Die sich da in den Monitor reinfressen. Die sind wirklich im Monitor? Im Monitor. Kriegst du nicht weg. Oder es ist ein Screensaver vielleicht einfach. Klick da mal drauf. Ja, klick da mal drauf. Oh. Also, Moment mal. Stück, was ist das für eine Sprache? Oh, ich krieg mich nicht mehr ein. Man, geh doch mal mit dem Finger drauf. Okay. Ah, doch, jetzt. Okay. Wahnsinn. Okay. Ich liebe es. Ich schau mir das noch fünfmal an heute, ey. Okay. Aber die ist super nett. Also, ja, echt fantastisch. Nett. Und ich bin, weil du hattest ja gemeint, dass du dir das Knie aufschubberst, aber nein. Ja, nee, macht no nicht. Injuries. Aber die zweite hat schon gesagt, naja, wie bei allen Oberflächen kann man sich schon verletzen, wenn man hinfällt. Das fand ich auch gut. Da wollte ich noch sagen, naja, aber ihre Kollegin hat gesagt, das ist ausgeschlossen. Das ist natürlich. Das müsst ihr intern klären. Okay, also das ist natürlich aber schon... Aber auch, was für eine Verkäuferin das war, oder? Natürlich kann man sich sein scheiß Knie aufschubbern, wenn man da hinfällt. Nee, das ist nicht möglich. Ja?
Also das ist schon interessant auf jeden Fall, dass dein Käfer im Monitor ist. Mhm. Aber das Video selber ist nicht so gut. Ich glaube, da hätte man einen viralen Klicker draus machen können. Please help! Finde ich aber auch eine ganz gute Methode, anstatt bei gutefrage.net seine Frage reinzuschreiben, einfach auf YouTube was hochladen und hinten please help. Ja, Florentin? Nee, ich fange an. Weißt du was? Scheiße drauf, ist eh vorbei. Naja. Nee, lass mich kurz noch was sagen. Ich glaube, der muss erstmal. Gut, dann sag ich's jetzt. Ich glaube, der muss erstmal seinen Computer debuggen. So, dann bin ich jetzt aber auch sehr, sehr gespannt, was du sagst als Schätzung, denn du musst beginnen. Aber wie genial, ey. Nochmal danke an diese Fischkarte. Ja, genial. Mit den Ländervorwahlen, das ist ja brillant. Das ist, brillant, ne? Das ist mal ein Geschenk, das nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich nützlich ist. Ja, danke nochmal. Naja, du müsstest aber natürlich auch wissen, welches Land ist. Ne? Ja, dafür habe ich natürlich ein Problem. Dafür steht nicht dabei. Gut, dann sage ich, hast du schon deine dumme Schätzung gemacht? Nee, du hast die Fischkarte gezogen, Pausen. Bei 8. 8 Klicks? Nein. Nein, das hat mehr. Ich habe nicht die Fischkarte gezückt. Ich das hat die mehr. Undercover-Karte gezückt. Ach so. Ja, niemand hat noch die Fischkarte bezückt bis jetzt von euch. Ja, ja. Da wird Johanna schon ganz zibbelig, zabbelig. So, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt wird hier ein paar Pünktchen gesammelt. Ich sage, wir haben mehr als das. Ich glaube, wir sind hier bei 21. 21, hier riecht's ranzig. Wir schauen aufs Ergebnis drauf. Oh! There is a bug inside the monitor. Please help, please help. There's a bug. Oh, es geht los. 2, 3, 4. The periodic table is a wonderful thing. Noch 5 Minuten. Understand the difference of atoms and rings. And when I feel down, I just change my fucking state. Creepy, die Masken. And I consider this an absolute. First group I'll talk about with elegance is the S-block metals, not the friendliest of elements. They react strongly with the water molecule, which is strange, because water's everywhere, fool. Chimney nerd. Water's everywhere, Zachta. The difference of atoms and rings. When I feel down, I just change. When I feel down, I just change my mind. Understand the difference of atoms and rings. And when I feel down, I just change my spin. And I consider this an absolute win. And for the final stark selbstgedichtet. Geht mir super gemacht. Geht mir auf den Sack. Hat er gut gemacht, Kelly Family Anwärter hier. Perfekt. Ey, und ich wusste viel über das Periodensystem. Ich wusste mehr, bevor ich das Lied gehört habe, um ganz ehrlich zu sein. Jetzt weißt du weniger. Aber hat es dein Interesse ein bisschen geweckt, dass du dir heute nochmal die Tabelle anschaust? Ja, guck ich mir nochmal an. Nochmal schön hier Magentium und so die ganzen schönen, witzigen, ganzen versauten Elemente. Okay, ich habe dir noch eine Geschichte zu erzählen. Zwar habe ich letztes Klavier gespielt und dann kam da so ein Wesen aus dem Klavier raus. Ich habe es offensichtlich beschworen. Und dieses Wesen war ganz glitschig. Das war auch nass. Chopin? Teilweise. Nee, das war nicht Chopin. Das war Chopins Cousin. Wie heißt der? Frère. Und der hatte dabei eine Fischkarte. Oh, da brauchst du aber H2O für den Fisch. Ist aber everywhere, also kein Problem. Everywhere. Wie Elon Musk schon sagte. Ich bin bei, warte mal, Wonderful Periodic Table. Es kann natürlich schon, also ich glaube, dass es diese Art von Songs 20.000 verschiedene Varianten dieses Songs gibt es bereits, immer von so Chemie-Erstsemestlern, die aber eigentlich Künstler werden wollen. Das sind wirklich für zwei Trottel, die Leute angucken, die coole Träume und Projekte haben. Ja. Und wir schauen es dir einfach an. Zynisch. Und sitzen hier so und äugeln die uns rein und machen gar nichts. Ja, und wir sind frech zu ihnen und so kennt und liebt man uns. Ich bin bei, meine Damen und Herren. Was hat er denn? Naja, wir sind schon bei 333 Klicks. Nee.
Tut mir leid. Ich glaube, die Schätzung habe ich noch nie genannt. Nee, das ist wirklich zu Hause in der Creepy-Wohnung aufgenommen, kurz bevor er sein Gesicht da an die Wand wandert. Von daher würde ich sagen, sind wir hier bei 14 FBI-Agenten, haben sich angeguckt und 3 Reporter, also sind wir bei 17 Klicks, meine Damen und Herren. Alles klar, mal sehen, wer hier gleich die Brille abziehen muss, weil er seinen Augen kaum trauen wird, dass ich genau getroffen habe. Bitteschön. Oh. Ach, shit. Okay, Fischkartenfluch. Fischkartenfluch, 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 Fischkartenfluch. Wieso bin ich eigentlich so weit vorne? Letztes Video? Folgendes. Das heißt, es ist für mich die letzte Chance, die Fischkarte einzusetzen? Ja, und dann kannst, du kannst nur ausgleichen. Oh, was habe ich hier unterm Tisch? Hm, was ist denn? Die Fischkarte. Shocking! Shocking! Warum bin ich so weit vorne? Hab ich heute so weil du bei dem deutschen Video getroffen hast. Ja, aber ich habe keine Lappen. So, also, die Chance, für mich, die Chance für mich auszugleichen, um dann mit dem Undercover-Video nach vorne zu rutschen. Das ist mein Plan und der wird funktionieren. Wir haben wieder mal eine Maschine. Wir sind in Maschinentube mal wieder angekommen. Eine recht veraltete, aber wahrscheinlich tut sie immer noch, was sie soll, nämlich Wind. Abgase. Abgase. Wir haben eine neue Maschine entwickelt, die produziert Abgase. That's ja, wir haben herausgefunden, dass wenn das Auto nicht fahren muss, es viel mehr Abgase hat. Tja, was wird die wohl machen? Ist wahrscheinlich ein alter Laster oder so, ein Tracker. Oder eine Pumpe oder was? Tracker. Die pumpen Wasser aus dem Boden raus oder was? In den Kanister rein? Ey, das ist nur das Kühlwasser. Oder das Öl. Das kommt später wieder auf den Trecker drauf. Ist einfach ein Motor, oder was? Oder für ein Boot oder so. Ah, ja, hier, doch, für die Klimaanlage. Nee. Ist das für ein Flugzeug? Oder? Okay, da will ich nicht einsteigen. Aber eine Klimaanlage hat doch nicht so einen riesigen Motor. Ach, das ist das Flugzeug. Weiß es nicht. Boot? Also, das ist ein Mitsubishi S6B 330 HP. Horsepower. 330 PS hat das Ding. Horsepower Baxter. Also, ich muss jetzt leider, es tut mir wirklich leid, ich würde super gerne deine ganzen humorigen Anekdoten und dein ganzes perfektes Hin und Her würde ich gerne teilnehmen, aber kann ich nicht. Entschuldige dich. Weil ich brauche nämlich dringend einen Treffer. Ich brauche ein Pünktchen, um hier auszugleichen. Entschuldige dich nicht. Entschuldige dich nicht. Du musst anfangen, Trottel. Wir haben noch 40 Sekunden, Trottel. 20, Trottel. Ich sag, wir haben 63 Klicks. 63 Klicks für 63, Lars Pausengier rächt sich. Tja, hat sich dieser blöde Mitsubishi-Motor wirklich nach vorne gespielt, oder was? Sind wir wirklich bei über 63 Klicks? Das ist gerade die Frage. Ich sage, nein, wir sind bei 30 Klicks. Ist aber schwierig, kann durchaus sein, dass da ein paar Motorfreaks genau wissen wollen, wie der Mitsubishi noch läuft nach einem. Come on, Ausgleich! Gib mir die Fischkarte. Come on, maybe light my Auflösung. Yeah. Ja, da ist er, 8-8. Ausgleich. So, wir gucken mal aufs Undercover-Video. Oh nein, nein. Das sagt ihr immer nur, wenn es zur Entscheidung kommt. Aber das ist ja dann gut für dich, oder? Nee, weil ja offensichtlich du das Richtige hast. Aber das hatte Millionen Klicks. Und wir schauen mal aufs Undercover-Video. Wir schauen mal bitte wirklich aufs Undercover-Video. Stimmt, ich wusste welches hattest du gesagt nochmal? Ich weiß es nicht. Warte, welches hatte er gesagt? Welches hatte er gesagt? Was Gutes. Ich habe gesagt, Moment mal, das ist doch das Undercover-Video. Das habe ich gesagt. Und so habe ich gemacht. Bei welchem hat er das gesagt? Das weiß ich noch, wie ich es gemacht habe. Beim Eier-Experiment, oder? Beim Eier-Experiment. Nee. Nein. Das war zu amerikanisch. Nee. Warte, wir gehen nochmal zurück. Leute, wenn ihr das nicht wisst, ja, weil dann müssen wir nämlich noch ein Video spielen. Das wisst ihr. Du hattest es beim Bug. Hier habe ich es nämlich gesagt. Du hattest es beim Käfer. Also, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass das Eier-Video. Ja, Johanna, da müssen wir wohl noch ein Video spielen, hä? Jetzt lasst uns beruhigt euch jetzt erstmal. Auf mal die Aufklärung machen, was war das Undercover-Video. Aber tatsächlich, ich muss erstmal sagen, egal was das Undercover war, es war richtig gut. Weil bei keinem Video dachte ich mir, das ist es. Und es war super. Und wenn es wirklich das Käfer-Video ist, muah, geil. Ey, und wenn es das Eier-Video ist, dann hat er ja wirklich diese Produkte geholt aus. Das wäre fantastisch. Wir schauen mal rein. Nein, die Schreie! Ah, das hat. Geil! Habe ich am Anfang gesagt. Es ist wirklich arschkalt hier draußen. Oh mein Gott.
Oh, war das gut! Ja, Gott, endlich. Oh, da sind Matthias! Da sind wir. Matthias Büschner. Büschner. Oh, wie gut, Matthias, ey, oh, mit den der Schreien hat schon lange nicht Wald. Mehr gewonnen. Wann hast denn du das eingeschickt, bitteschön? Ja, lieber Lars, lieber Florentin, ich möchte mich erstmal bedanken für 500 Folgen für dich. Verflixte Klicks. Gerne. Und gepflegte Unterhaltung. Für dich, und Matthias. Ja, alles Liebe aus dem 17. Bundesland, Dortmund. Und stark. Ja, einfach mal auf die nächsten 500 Folgen und Prost. Unterhaltet uns weiter so prächtig. Prost. Und gib bitte Florentin Lars die 20 Euro wieder. Da kann ich mich nur anschließen. Das bye ist bye. Leider verjährt. Oh, nee, das tut mir echt leid, aber das ist leider verjährt alles im letzten Jahr. Gut. Danke an Marcel. Danke an Marcel. Vielen Dank. Danke, fantastisch. Marcel. Video. Großartiges NRK-Video. Aber ja. Wir brauchen noch eine Entscheidung jetzt. Und jetzt spielen wir das Finale. Kid and Dad Discuss. Ah, das ist ein gutes Format. Thanks for joining in our inaugural episode of Kid and Dad Discuss. I'm your host, Tyler, and this is Evelyn. Evie, how old are you? 3. Can you show them? 3. No, yes. Bingo. 2.5? In today's first episode, we'll be discussing the 3... Jeez. Colors. Red, purple, blue, and... Orange. Auf der anderen Seite muss man das machen, seine Dreijährige da schon, weiß ich auch nicht. Ja, wenn sie 12 Leute anschauen. Ja. All of this would still be possible. USA denkt man da ja anders drüber, ne? I see it. Tja, weiß ich auch nicht. Ah, oh, schwierig ist das, schwierig. Ninja Turtle. Aber was unterhalten die sich denn jetzt? Es geht um die Turtles, aber um was genau? Die haben wahrscheinlich den Film gesehen. Und das ist ein Zusammenschnitt von den Besten. Hä? Cause he are. Cause he are. Evie, what's the secret of the ooze? Hat der nicht zum Schluss gedacht, als er es geschnitten hat? Naja, hat I'm vielleicht doch nicht so funktioniert, wie es mir vorgestellt hat. Tell me if they were a bad guy or a good guy. A bad guy. What about this mouse? Yeah. Good Who guy. He's a nice guy. Ja, da kommt nicht so viel bei rum, ne? Und nee, ich glaube, das Format gibt's halt auch schon ein paar Mal, ne? Aber Kinder kommen generell gut an im Internet. Oder Kindernet, wenn man ja sagen könnte. Deswegen sage ich mal, wir haben hier schon ein paar Klicks aufgesammelt. Wer muss jetzt zuerst sagen? Ne? Vielleicht derjenige, der nicht geführt hat. Ich habe ja beim letzten Punkt gemacht. Fischkarte musste ich zuerst sagen, also musst du jetzt zuerst sagen. Okay, alles klar. Dann will wohl jemand wirklich gewinnen, ne? Ja, natürlich. Du. Brauch die Pünktchen, ich brauch die Krönchen. Tut mir leid. Tut mir leid. Es ist so. Also, das hätte schon gut laufen können, das Video. Aber. Naja, der Titel ist grandios. Das Thumbnail wird wahrscheinlich süß gewesen sein und alle werden total enttäuscht auf den Dislike-Button gedrückt haben. Wir sind bei. Trotzdem noch bei, scheiße, ich weiß nicht, 3.333 Klicks. Nein, da bin ich gar nicht. Viel weniger. Da bin ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass es erfolgreich ist, Kinder ziehen, aber immer deswegen sage ich 1.200. 1.200. Und einer von uns hat sich gewundert über das Ergebnis, das gleich sehen würdet. Es war eine schöne Runde. Ja. Egal, wie es jetzt ausgeht, möchte ich dir sagen, dass ich es genossen habe. Und ja, von daher, es könnte jetzt wirklich jeder gewinnen. Es ist jetzt auch wirklich alles möglich. Und ich bin gespannt, wer es sein wird. Bitteschön. Ja! Yes, da bin ich! Nochmal schön zurückgekommen gegen deinen scheiß 3-Punkte-Quatsch. 2022. Das ist mein Jahr. Das ist mein Jahr. Ja, genau. So geht's los. Und so wird's auch weitergehen. Und so wird's auch enden. Das ist mein Jahr. Ich hole den Kronensieg zurück nach Hause, da wo er hingehört. Yes, da bin ich doch mal. Schön zurückgekommen. Schön in der letzten Runde nochmal mit der Fischkarte rausgeholt. Ja, strategisch muss man sowas auch platzieren. Lars Pausen, das letzte Wort gehört dir. Danke dir, dass du mitgemacht hast und mir diesen schönen Abend beschert hast. Vielen Dank an euch da draußen für die langjährige Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit am Start seid und dieses Video kräftig liked.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Vielen Dank an alle, die Undercover-Videos eingeschickt haben. Es macht immer großen Spaß. Macht's gut. Ciao. Ich sag tschüss und jetzt hätte ich gerne meine Krone. Kann ich kurz meine Krone haben? Ja, ich krieg's. Komm. Dankeschön. Gibst du dir jetzt wirklich mal. Huhuhu, da freue ich mich. Hier. Dankeschön. Ja, passt dir nicht, ne? Steht dir nicht. Hm? Mir egal, ist reines Gold. Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Verflixte Klicks! Mit Lars Paulsen und Florentin Will! Verflixte